test of a man's worth is battle. When those rounds come screaming past your head, you're gonna learn if you are hungry enough to take that victory. We're going to battle with the soldiers that we used to be. Ghosts. And you better believe that they are hungry too. Once upon a time, some of these ghosts, they may have been your friends. And there is brotherhood. But then there is what the world needs. These ghosts, they are the past. They still serve the machine that we left behind. And right now, for the future, the world needs us. I'm honored. I'm honored to be here with you tonight. And as you head into battle, with that mean look in your eye, those bad intentions in your mind, remember this. You are the few with the courage to make history. You have the desire to take victory. You will be on a battlefield full of ghosts, but only you have that hunger. That hunger that makes you wolves. Damit hallo und herzlich willkommen zu den Ghost Recon Breakpoint News. Die E3 Pressekonferenz von Ubisoft ist Geschichte und natürlich wurde auch eben auf dieser Pressekonferenz noch ein bisschen was zu Ghost Recon Breakpoint erzählt. Wobei man letzten Endes doch sagen muss, allzu viel war es nun auch nicht, was sie da gezeigt haben, aber ein paar wichtige Sachen wurden schon noch angeschnitten. Insgesamt war somit der Ghost Recon Breakpoint Teil der E3 Pressekonferenz von Ubisoft ganz okay, hat uns jetzt aber auch nicht so viel Neues erzählt. Kernaussagen des Auftritts waren zum einen, dass der Content von Breakpoint auf die nächsten Jahre ausgelegt ist. Das heißt, dass wir hier wahrscheinlich ähnlich wie bei Wildlands auf jeden Fall mit mehr als einem Jahr Content rechnen können. Also es ist nicht nach einem Jahr Schluss, sondern wie das von anderen Ubisoft-Titeln auch bekannt ist, Rainbow Six und so, kann man sich da denken, dass da ein Jahr 2 und vielleicht sogar ein Jahr 3 kommen wird. Außerdem wurde auch nochmal ganz klar gesagt, dass die Zusammenarbeit mit der Community, den Entwicklern, sehr wichtig ist. Ein Resultat aus dieser Zusammenarbeit war dann zum Beispiel auch, dass Ubisoft bestätigte, dass die KI-Kameraden zurückkehren. Das war ja vorher nicht so ganz klar gewesen, so wie es zuerst aussah und auch verkündet wurde, sollte man ja Breakpoint nur als Einzelkämpfer spielen, aber weil das in der Community ja wirklich für einen Aufruhr gesorgt hat, kam es nun zu einem Umdenken und Ubisoft hat auf das Feedback der Fans gehört und bringt dementsprechend die KI-Kameraden zurück. Natürlich ließ es sich auch John Bernthal nicht nehmen, mit Hund auf die Bühne zu kommen und ein bisschen was über die Geschichte von Ghost Recon Breakpoint zu erzählen. Der gute Mann spielt ja den Oberbösewicht Cole D. Walker in Breakpoint, hatte ja auch schon einen kleinen Auftritt in Ghost Recon Wildlands in der letzten Episode, die so ein bisschen die Brücke zu Breakpoint schlagen sollte. Von daher war dieser Auftritt denn ganz lustig nochmal eingestreut. Zu guter Letzt wurde dann auch noch die Beta angekündigt, und zwar die Closed Beta. Diese startet am 5. September. Wenn ihr Breakpoint vorbestellt habt, seid ihr ja eh in der Beta dabei. Ihr könnt euch aber auch ohne Vorbestellung für die Beta anmelden, ob ihr dann angenommen werdet. Das entscheidet dann mehr oder weniger der Zufall. Trotz alledem tue ich euch den Link zur Anmeldung unten in die Videobeschreibung. Ganz zum Schluss gab es dann aber doch noch etwas sehr Interessantes in meinen Augen, nämlich so einen kleinen Teaser, der doch verdächtig nach Terminator aussah.
Was damit auf sich hat, erklärte man an der Stelle dann aber nicht. Man entließ die Zuschauer sozusagen mit diesem kurzen Teaser. Denkbar wäre allerdings, da wir ja in Wildlands auch viele, ich sag mal, Gastauftritte hatten, unter anderem vom Predator, dass man auch in Breakpoint wieder solche Cameo-Auftritte einstreut und dass der erste eben dieser Auftritte dann eben vom Terminator ist. Fände ich auf jeden Fall ganz lustig. Wie realistisch das Ganze nun ist, sei mal dahingestellt. Der Predator in Wildlands war ja auch nicht realistisch und trotzdem irgendwie ein netter kleiner Gag, ein nettes Easter Egg. Und der Terminator würde irgendwo thematisch ja sogar noch in die Breakpoint-Welt passen, wenn wir da eh schon diese ganzen Drohnen und Androiden und Roboter haben. Ich fände es auf jeden Fall cool und hoffe, dass wir vielleicht ein bisschen Arnie in Breakpoint zu sehen bekommen. Ja, und das war's dann auch von der Präsentation von Breakpoint auf der E3. Was sagt ihr zur Präsentation von Breakpoint auf der E3? Hat euch das Ganze gefallen oder lässt es euch kalt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich, wie immer, wenn euch das Video hier informiert oder gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit Breakpoint versorgt zu werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.